Die habe ich gar nicht gesehen. Ohne Spaß nicht. Ja, also. Ja, aber schön, aber wie kriege ich dann noch die anderen Schuppen? Weil ich glaube, ich habe schon 4 bekommen, weil man bekommt nur 4 Stück. Anscheinend. Sonst kann ich da nicht weitermachen. Wie heißen die Dinger? Ach ja, ich habe keine mehr. Wo es Schatzschuppen gibt und wieso sie es so. Bei Überraschungskarpfen. Die flinken Fische funktionieren ähnlich wie die Flintenkristallechsen in Dark Souls 3. Heißt konkret, ihr müsst schnell sein, die Kerlchen im Wasser zu erschlagen, sonst sind sie für ein Weilchen weg. Manche Schuppen lassen sich auch als Item auf dem Boden finden. Ja, geil, aber. Ich brauche 6 Stück. Wertvoller Köder. Da wäre noch einer.
So. Den hätte ich jetzt auch gekillt. Problem ist immer noch vorhanden. Es fehlen mir noch genau 5 Stück. Die 42 Schatzkarpfenschuppen. Manche verbergen sich, wie gesagt, als Items in der Landschaft. Für andere müsst ihr Schatzkarpfen erledigen. Im folgenden Video seht ihr alle Locations, die für Treasure Carp Scales ab. Übrigens mit einem speziellen Köder könnt ihr eine Quest angehen, in der einer der beiden Händler je nach Entscheidung stirbt. Der andere Händler verwandelt sich dabei selbst in einen Karpfen und erhält das Händlerinventar des verstorbenen anderen Händlers. Ja, geil. Ja gut, aber dann werde ich ihn jetzt töten, ne? Heimkehr. Dann werde ich ihn jetzt töten. Felsenhart. Ach, dort ist auch noch einer. Okay. Also ich brauche insgesamt 12, wenn ich ehrlich bin. Ja, alles in Maßen. Herr ist tot. Zeige ich dir gleich. Und im Moment die. Wenn ich da auf den Wasser stelle. Du kleiner Scheißfisch. Da ist er. Warum er auch immer hier ist. Und da liegt. Großer weißer Bartel. Großer bunter Karpfen. Ein wertvolles weißes Bartel von großen bunten Karpfen. Der große Karpfen ist von Natur aus unsterblich, aber wenn man ihn tötet, können seine Barteln gezupft werden. Der Klang beim Zupfen der Barteln ist Musik in den Ohren bestimmter Leute. Manche wären erleichtert zu hören, dass ihre Mission ein Ende findet. Andere erfreut, dass ihre Herzenswunsch in Erfüllung geht. Oh. Seht ihr? Ich habe da drinnen Platz. Ja, hi. Was für ein Riesen-Oschi. So. Hätte ich da überhaupt hinreisen dürfen? Ich weiß es nicht. So,
So, jetzt ist der andere beim Hirata-Anwesen gestorben. Zudem habe ich eh keinen direkten Point zum No. Zum Hinporten. Göttliches Gras. So, und was gibst du, wenn ich dich haue? Unentschuldbar. Doch, doch, es entschuldbar. Nee, nee. Weißt du was? Ich glaube, ich verbrenne dich ein bisschen. Das war jetzt nicht die Intention. So. Oh ne. Hatte mir. Ja. Sauber. Guter Junge. Nee. Er ist nämlich wie ein Ogre. Gute Kicks, aber nicht gut genug. Oh, ja, sogar noch einen dritten Schlag drauf. Die hier haben ja alle was Besonderes. Aber ich liebe ihn, wie er diesen Kick macht. Ja. Ah, scheiße. War jetzt nicht schon wieder meine Intention. Meine Intention war das da. Ja, klar. Hau mir doch eine rein. Ich weiß, unentschuldbar und so, aber du an meiner Stelle würdest jetzt dasselbe tun. Und drumrum.
Der kleine Lurchi. Und tschüss. Nichts friedvoll. Sehr schön. Nix da. Wir sind ein Arschloch in dem Run. So. Was machen wir? Ja, seine Tochter ist auch schon tot, von daher. Ich hätte es wahrscheinlich schneller machen müssen. Vor allem Ding mit einem Streich und nicht irgendwie über 10 Ecken durch. Ich hätte zuerst zu dem guten Kollegen sollen, dann normal wieder über den Weg rüber, dann füttern den guten, töten, dann ja, dann wäre wahrscheinlich, dann wäre sie wahrscheinlich am Leben. Aber jetzt mit dem Anhaltspunkt habe ich sie halt getötet. Und damit, meine Freunde, ein recht herzliches Willkommen auf der anderen Seite dieses wunderschönen Feldes und zu Sekiro Shadows Die Twice. Der Vogel da hat uns schon im Visier eigentlich. Ich muss jetzt hier nur safe runterkommen. So, unten wäre ich. Hi. Hi. Ist hier nix? Anscheinend nicht. Aber hier oben ist was. Daneben. Das ist nicht zufällig noch ein Köder für mich. Wäre nice gewesen. Aber nein. Wie man da hochkommt, zeige ich euch gleich noch. Aber zunächst mal auskundschaften. Will der Vogel mich verarschen hier? Geh liegen. Kackbratze. Wie komme ich darüber? Aha. Interesting. Und da haben wir einen neuen Rastpunkt. Gefällt mir. Und mit dem sollten wir eigentlich schon lange geredet haben. Dass der edle Fisch, ich nenne ihn Herr, muss ihn füttern. Die Glocke muss geläutet werden. Herr muss ihn die Glocke.
Okay. So viel dazu, Freunde. Jetzt haben wir ihn mal gefüttert. Jetzt gehen wir kurz mal zum adligen Gefäß rüber. Und dann zeige ich euch, wie man dort hochkommt. Habt ihr mir Schuppen gebracht? Wenn ihr welche habt, werde ich euch fürstlich belohnen. Ja. So. Jetzt brauche ich noch 6 Stück, das heißt 2. Ein wohlerzogener Mann seid ihr. Bitte, bringt mir bald mehr Schuppen. Drachentanzmaske. Tanzmaske eines Drachenkopfes. Aus den Fragmenten zusammengesetzt. Ermöglicht Fähigkeitspunkte im Figur des Bildhauers-Menü gegen Angriffspunkte einzutauschen. Die Okami-Kriegsfrauen trugen sie einst zum Palast der Urquelle. Dort tanzen sie als Gabe an den Drachen. Das Ritual erfüllt sie auf mysteriöse Weise mit Lebenskraft. Nee. Komme ich da überhaupt wieder hoch? So. So. Das war das. Aber habe ich jetzt die Questline kaputt oder so? Weil ich sollte ja den Fisch töten. Ach nee. Wir müssen jetzt hier durch, wenn wir darüber wieder wollen. Außer natürlich, wenn wir die Schnellreise verwenden. Aber man geht einmal hier ums Haus, geht hier hoch und dann müsst ihr hier am Eck rüberspringen und dann hier so. Ach Mann. Hab wieder nichts bekommen. Aha. Unguskonfekt. Alles meins. Bei allem steht mein Name drauf. Herr, nicht fett werden. Alles in Maßen. In Maßen. Aha. Wenn du meinst. Aber trotzdem nicht geil gerade. Weil ich brauche immer noch 6 Stück.
Dann reisen wir kurz zur Palastquelle, gehen zum großen Sakura-Baum und killen dort mal alle Wölfe. Was anderes bleibt uns eh nicht übrig. Und dann könnten wir eigentlich schon den Boss killen. Aber der Karpfen, also den Karpfen möchte ich ganz gerne mitnehmen. Hi. Verdammt. Gib mir kein Hund mehr irgendwas. Das ist ein bisschen kacke. Just a little bit kacke. Ja. Du vergisst, ich bin ein Shinobi, Kollege. Und ich bin ziemlich nice in dem, was ich mache. Nö. Au. Selbst beim Fallen will ich elegant, Mann. Wozu kann man hier hoch, Na komm schon, ich brauche nur noch zwei Stück. So, der letzte ist da. Tut mir schon fast leid, die Hunde zu killen. Oh ne. Ja, aber komm, dann machen wir den da. Letzte Figur besuchen. Jo.
Gehen wir kurz zum adligen Gefäß. Sobald ihr Gegenstände für insgesamt 7 Karpfen schon bei ihm eingekauft habt, das Maskenteil, das er hat, ist eine gute Idee. Könnt ihr ihn ansprechen und er wird euch darum bitten, den großen Karpfen einen sehr großen Köder zu füttern. Sprecht mit ihm, sprecht mit dem Fischmenschen hier, läutet die Glocke und verfüttert den sehr kostbaren Köder dann an ihn, nicht mit anderen wertvollen Ködern verwechseln. Der Karpfen verwendet später daran, was verendet später daran und taucht in der Tiefen von Ashina wieder auf. In der Höhle zwischen Giftbecken und Dorf Mibu. Der Gegenstand, den er fallen lässt, bringt ihr zum Adligen im Gefäß zurück. Okay. Habt ihr mir Schuppen gebracht? Wenn ihr welche habt, werde ich euch fürstlich belohnen. Ihr da, wenn ihr jemand anderen in einem Gefäß wie meinem trefft, hört ja nicht auf ihn. Er ist eine Schande unseres Clans. Ein verräterischer Bösewicht, der den großen Karpfen zu seinem eigenen Vorteil töten wollte. Ich habe fast alle meine Schuppen zurück. Und das verdanke ich nur euch. Jetzt muss er für sein Verbrechen bezahlen. Aber Schuppen sind unbezahlbar. Fast als wäre ich ebenfalls unbezahlbar. Ihr da, ihr habt bisher ausgezeichnete Arbeit geleistet. Ich spüre, dass ich mich auf euch verlassen kann. Darf ich euch meine Geschichte erzählen? Ja. Oder vielmehr mein Geheimnis? Sicher. Wundervoll. Wirklich bemerkenswert. Also das Geheimnis, von dem ich sprach, ich möchte, dass ihr dem großen Karpfen diesen Köder hier überreicht und lasst euch, wenn möglich, nicht dabei beobachten. Geht heimlich vor. Sehr kostbarer Köder. Das ist ein sehr kostbarer Köder. Wenn Haare aus seinem Körper wachsen, ist er etwas Besonderes. Der Adlige im Gefäß im Palast der Urquelle ist davon besessen, mit dem Meister eins zu werden. Gib diesen Köder dem Herrn, dem großen Karpfen, bittet ihn aufrecht, aber leise an. Es darf niemand wissen. Tut es. Und ich betraue euch mit dem geheimen Schatz des Palastes. Okay. Da seid ihr ja wieder. Seid vorsichtig mit dem Köder. Leise. Sehr, sehr leise. Ja, ich weiß, was ich zu tun habe, aber... Gerade möchte ich noch 6 Karpfen haben. Also diese Schuppen da. Nee. Das ist wirklich scheiße. Sind die so selten? Nein, sind sie nicht. Wertvoller Köder. Vielen Dank. Einen einzigen habe ich schon. Sollte 3 hingeben als Ausbeute.
Eigentlich könnte ich mich jetzt einfach verdampfen wieder an seine Stelle und dann nochmal die Hunde killen. Ja, bringt am meisten, wa?